Mein Name ist Rita Mohr-Lüllmann, ich bin CDU-Bürgerschaftsabgeordnete und zuständige Abgeordnete für den Stadtteil Schwachhausen. Ja, wir befinden uns in Schwachhausen an der H.H.-Meyer-Allee, Ecke Emmerstraße. Ja, ich wohne hier natürlich schon 25 Jahre in dem Stadtteil Schwachhausen und fühle mich hier wohl, habe meine Kinder hier großgezogen. Ja, Schwachhausen ist ein ganz lebendiger Stadtteil. Ich finde, hier findet das Stadtleben sichtbar statt. Wir haben unterschiedliche Straßenzüge mit sehr vielen kleinen Geschäften, vom Bäcker natürlich bis zum Obstladen, der Schneider, der Schuster. Wir haben also wirklich hier das urbane Stadtleben, so wie man sich das vorstellt. Wir haben hier alt und jung nebeneinander wohnen. Wir haben viele junge Familien und wir haben natürlich auch viele alten Wohnheime. Und unser Ziel ist es, das altengerechte Wohnen zunächst einmal uns vorzunehmen. Das wird für Schwachhausen ein ganz wichtiges Thema sein. Und darüber hinaus natürlich auch die Freizeit zu gestalten zwischen Jung und Alt, einen Spielplatz für Alt und Jung, einen sogenannten Mehrgenerationen-Spielplatz zu planen und zu installieren. Das wäre noch unser größter Wunsch, so in absehbarer Zeit. Ja, ich bin seit 2003 in der Politik. Es ist ja immer so, dass wenn Menschen aktiv sind, in Vorständen arbeiten, ehrenamtlich, das habe ich immer getan. Ich habe im Kindergarten im Vorstand gearbeitet. Ich habe in der Schule aktiv immer Rollen übernommen. Da wird man halt auffällig und irgendwann kommt es dann dazu, dass man gefragt wird, können Sie sich eigentlich vorstellen, auch in der Politik einen Beitrag zu leisten? Und damals war ich erst ein bisschen zögerlich. Das war jetzt nicht so mein Ziel in meinem Leben. Vordergründig erstmal gesehen. Aber ich habe es mir dann überlegt und habe gedacht, okay, das ist was, da kann ich gestalten. Politik ist ein geliehenes Amt. Es ist nicht so, dass man Anspruch darauf hätte, Jahrzehnte oder ein Leben lang Politiker zu sein und in einem Parlament zu sitzen und Entscheidungsträger zu sein. Politik ist eine befristete Zeit und dazu gehört es natürlich, dass man aus einem gesicherten beruflichen Umfeld kommt, in das man dann auch wieder zurückgehen kann. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Es hält mich unabhängig, im Kopf frei. Also ich kann meine Gedanken verfolgen hier, ohne darauf Rücksicht nehmen zu müssen, dass ich meinen Platz verliere, weil am Ende gehe ich zurück in meinen Beruf. Also ich bin in die Bürgerschaft gekommen als gesundheitspolitische Sprecherin. Auch da ist es so, auch in meinem berufspolitischen Bereich war ich immer aktiv. Ich bin im Vorstand der Landesapothekerkammer. Ich habe viel für diese Berufsgruppe getan in Fragen der Qualitätssicherung. Und insofern war ich schon immer in diesem gesundheitspolitischen Bereich tätig. Das heißt, ich brauchte mich nicht mehr groß einarbeiten. Ich bin dann gleich in diesem Bereich quasi tätig geworden. Und das ist natürlich auch ein Bereich in der Politik, von dem man sagen muss, der umfasst eben viel. Mit Gesundheitspolitik greifen Sie Kinder, Jugendliche, Senioren, die Gesundheitswirtschaft. Sie ergreifen eben sehr, sehr viele Themen und sind, so finde ich, breit aufgestellt für die politische Arbeit.